Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge Ein Tag im Leben der Erntesaison. Wir sind hier auf der Kalbsend Farm. Es ist 22. Wir haben hier so einen kleinen Hof. Ein paar Mühlen hier, ein paar geile Mühlen hier. Da haben wir noch eine geile Mühle. Rapsacker, Schüttgutlager, kommt gleich noch Weizen rein. Da ist mein Lamborghini, haben wir da. Lamborghini. Düngerspritze. JZB, ein paar bisschen Mehl, eine Mehlmühle, riesiges Schüttgutlager, Düngerlager, wunderschöner John Deere 6R, Federstadt hinter das Rapslager, das Gerstenlager, alles Lager, schönen Unterstand, Mähwerk, Düngertank. Da ist der Trion Ballenpresse. Ich muss sagen, der war da hinten jetzt. Schnappwerkswagen. Ich guck mal auf die Karte. Der Tiger XL ist hier hinten am Kartoffeln ernten. Ich habe mir so eine Mod. Ich spiele wieder gesagt mit Mods. Zwei Wiesen mit Schafer einer. Was ich machen möchte, sind Kühe. Kühe hier auf der Karte haben. Boah, der ist so krass am Ernten hier. Ist auch eine Mod, dass er so schnell fährt. Boah. Boah. So, drin. Geil. Ist schon krass. Da haben wir hier noch so ein kleines Teil. Oh, mein Lamborghini. Finde ich krass, dieses Gerät hier. Naja, los geht's. Wir haben zwei Rapsfelder. Davon ist, glaube ich, eins erntereif, dann ist noch ein Teil im Wachstum. Da hinten hat er einen Helfer, der so dämlich war. Dann hat er einfach Weizen angesät anstatt Gerste. Gerste habe ich schon einen Teil im Silo. Das zweite muss ich wahrscheinlich noch morgen einfahren. So, Raps wird eingeladen. So. Das denn, das ist der Rübenroder. Das denn ist der Rübenroder. Das denn stört mich immer. Ja. Ich zocke schon, hab schon ein Jahr vorher gespielt hier schon. Bisschen Mehl gemacht. Bisschen Brot gebacken. Brot. War auch hier auf der Karte. Und zurück. Man kann der hier weiter dreschen. Können wir mal hier gucken. Ölmühle haben wir natürlich auch für den kompletten Raps, damit wir ihn zu Öl verarbeiten können. Hier steht der und wartet. Oh, da kriegt du was gefeuert. Das ist Rapsfeld. Hier ist Raps, Alter. Oh, geil. So, alles hier in der Ölmühle geölt. Rapsölflaschen werden dann hier hingepflanzt. Oh, geile Mühlen hier, Alter. Da ist die Sämaschine in eine. Zwei Sämaschinen, ein Grubber. Ein bisschen Brot. Ein bisschen mehr Brot. So. Ist auch schon fast fertig. Danach gibt es wahrscheinlich hier unten das Acker hier an die 16. Weizen kommt in Schüttgutlager. So. Ja, ansonsten kann man eigentlich nicht viel machen, weil wir eigentlich sonst nichts nicht viel zu tun haben. Soll bald regnen, aber ansonsten können wir eigentlich nichts tun. Außer wir könnten noch halt. Ach ja, da hier ist noch ein Grubbern. Ist hier noch ein Grubbern, der steht hier rum. Gehen wir zum Dings hin. Geil. Das steht hier, der ist meiner Radlader, gekippt der hier. Der ist hier krass am Ackern. Ist eine Mod. Der hier fährt dann los, sobald der, glaube ich, 60% erreicht oder 90. Weiß ich nicht. Irgendwo dazwischen.
Hilfe. Ah. Komm her, lass mich dich sauber machen. No. Zwei unterwegs. Aber geil! So klein ist. Start drauf. Sogar Rüben kann man damit auch ernten, ne? Gibt's noch eine Erntemission? Erntemission, die zwei. Ne, 17 Linsen. Baumwolle! Ja, lass mal Baumwolle machen, gibt 12.000. Die haben doch dieses geile, riesige Baumwollmonster. Ne, gebraucht gibt es zurzeit nichts. Wo ist es da? Dieses riesige Baumwollmonster hier. Lass mal machen, Fenster. Boah, das kostet ja schon im gemieteten Zustand richtig viel. Das Teil ist riesig. Und auf welches Acker? Ach du Heilige. Erstmal gucken, ob wir hier vom Händler runterkommen. Ich glaube schon. Ne? Das Teil ist auch so lang. Ha! Ganzen Rapsbeutel weg. Oh, Mann, ey, muss ich halt tragen, das Teil. Kraftpaket-Mod. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt will ich die komplette Map tragen. Aber ich will das denn eigentlich nicht, die komplette Map tragen. Oh Mann, 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 Mann. So. Baumwoll. Einfach ein bisschen Baumwolle ernten. Ich wollte schon immer mal diesen riesigen Teil ausprobieren. Oh, die Scheiben sind getönt und scheiße. Ah, es wird für Amerika ausgelegt. Da ist alles immer so hell. Oh Mann, ey. Boah, ich würde echt gerne mal nach Amerika. Oder nach Schweden würde ich mal gern. Erstes Reiseziel, welches ich möchte, ist Schweden. Schweden einfach geil. Oh Mann. Ach, diese enge Straßen hier in Kalmsten. Warum gibt es hier in Kalmsten überhaupt Baumwolle? Hier, du bist auch Baumwolle daneben. Bist du Baumwolle? Sojabohnen. Sojabohnen sind auch nicht gerade besser. Man muss sie mit dem Drescher ernten. Ja, nur im Rumfahren. Helfer G ist jetzt wer? Das ist das Helfer G, Digga. Digga. Wenn ja Winter ist, dann sind die ganzen Bäume kahl, dann kann man überall durchgucken. Jetzt kommt ja auch noch so ein Kackschild, Alter. Mann. Ja, ich kann hier auch auf geil. Geil!
tatsächlich links um die Ecke. Dahin. Da wollen wir hin. Glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Was? Ah, der Tiger XL hat gleich getankt. Schon dir. Krass. Sieht man auch mal, was die Amerikaner schon machen. Oh nee, da komme ich niemals durch. Nee, ich fahre hier durch. Komm raus, komm, komm. Geil. Schon mal das dicke Monster ausklappen hier. Alter! Oh, ja, rübergeschmissen über den Zaun. Vom Schüssel mit einem Feld, der wird auf jeden Fall gekündigt. So. Hänger voll. Wir können richtig viel Öl produzieren. Öl ist geil. Kann sich mit einölen. Öl. Der Fanfarium muss auch mal getankt werden. Digga. Gar kein Bock auf das Tanken. Ich will mal sagen, das wird es mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao! Ach, hier sind wahrscheinlich noch ein paar Videos. Klickt drauf.